Wieso liegt da ein Karton mitten im Weg? Hä? Verstehe ich nicht. Na, was sagt ihr zu meinem neuen Style? Hm? Bin ich hübsch? Sag mir, dass ich hübsch bin. Komm. Sag mir, dass ich hübsch bin! Viele kennen ja die Situation. Du hast ein Spiel, was du unfassbar liebst und versuchst, einen richtig guten Highscore zu holen oder wie der jetzigen Generation Achievements. Bei mir war es das gute alte 3D-Pinball-Spiel, was auf dem XP schon vorinstalliert war. Ja, gute Zeit. Jeden Tag nach der Schule versucht, den Highscore zu knacken und dann meinem Dad eiskalt ins Gesicht zu lachen und zu sagen: Oh, erstmal aufschreiben, das Spiel nochmal runterzuladen. Das gleiche Problem hat auch ein Japaner, allerdings weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Auf Twitter auf jeden Fall Vanikum. Denn der hat ein Spiel auf dem Super Nintendo, was er so abfeiert, dass er gar nicht mehr die Konsole ausschaltet. Und das seit 20 Jahren. Das Spiel heißt Umihara Kawasee oder so ähnlich. Das ist ein Plattformspiel, wo man irgendwie Fische sammeln muss. Nice. Und er hat einfach Angst, dass sein Highscore gelöscht wird, wenn er die Konsole ausschaltet. Denn nach ein paar Jahren kann es schon sein, dass die Batterie, die in dem Modul ist, nicht mehr funktioniert, beziehungsweise die wird auch nicht mehr funktionieren und dann heißt es Sayonara. Lieber Highscore. Also einfach mal 20 Jahre lang die Konsole anlassen. Ein Wunder, dass der Typ noch keinen Stromausfall hatte. Was macht denn der auch, wenn er mal umziehen muss? Also lieber japanisch sprechender Freund, man muss auch mal lernen, loslassen zu können. Komm, lass los. Jetzt wird es ab und zu ein paar Worte geben, die ich hier verteile, wie zum Beispiel den Skill der Woche. Das Video habe ich nur rein zufällig gefunden und musste so hart lachen, dass es einfach rein musste. Der Twitch-Streamer Summer zockte live mit seinen Kumpels Counter-Strike Global Offensive auf der Map Mirage. Die Jungs führten schon 13:6 und bräuchten nur noch 3 Punkte bis zum Sieg. Eigentlich ja schon eine gewonnene Sache. Doch das Gegnerteam gab nicht auf und holten noch 3 Leute weg, während Summits Team nur 2 wegholten. So, 3 gegen 2. Jetzt wird's eine harte Runde. Und dann kommt schon die Flashbang, die ihn voll erwischt. Das sieht aussichtslos aus für ihn. Aber nein, der Gegner sieht ihn nicht und verkämpft sich erstmal hinter der Kiste. Und was macht Summit? Er springt auf den Gegner drauf, so dass er über die Kiste drüber sehen kann und killt einen. Bevor aber der andere, auf dem er draufsteht, reagieren kann, killt er ihn auch noch und somit steht es nur noch 2:1. Er rennt von den Kisten weg, sieht den Gegner an der Treppe und puff! Runde gewonnen mit 12 Leben. Und das Einzige, was er dazu zu sagen hat: That just happened. That just happened. So viel Glück muss man ja erstmal haben und deshalb von mir den Skill der Woche. Wenn ihr findet, ihr seid Skiller genug, dann schickt mir gerne eure Videos auf diesen Kanal videogamesfrom.tv. Ich werde sie mir dann ansehen. Wir hatten hier schon viele kuriose Ideen, wie man ein Spiel spielen kann. Zum Beispiel Dark Souls mit der Guitar Hero Gitarre oder mit den Drumpads. Jetzt war einem jungen Kerl anscheinend so mega langweilig, denn er wollte den ersten Doom-Teil auf dem PC ein wenig anders spielen. Und zwar nicht mit einer Gitarre oder einem Schlagzeug, nee. Er spielt's lieber mit einem Toaster. Nice. Wie zur verdammten Hölle soll denn das gehen? Ganz einfach! Nee, eigentlich nicht. Das Video wird unten verlinkt, da kann man sehen, wie er den Toaster mit dem PC verlinkt und ihm auch Befehle gibt. Toaster toasten! Na! Und was dann passiert? Schön, dass es funktioniert, aber wer will du mit einem Toaster spielen? Doch lieber Iron Bread. Die ganze Zeit auf den Dingern zu hauen, da tun dir doch irgendwann die Arme weh.
schlimmer als beim Fetten. Trotzdem eine wahnsinnig coole Idee und probiert es doch einfach mal aus. Und Dankeschön an meinen Xbox-Frauen-Kollegen Marc, der mir dieses Video geschickt hat. Als allererstes schon mal stehen sollte man auf keinen Fall machen und jeder, der es schon mal gemacht hat oder es noch tut, ja, tut mir leid, ihr seid erbärmlich. Aber in diesem Fall muss ich mich hart zurücknehmen, dass ich nicht sofort lache. Denn in Südkorea wurde ein 40-jähriger Mann namens Choi festgenommen. Denn der gewitzte Mann hat nach mehr als 2 Jahren 180 Diebstähle begangen und ca. 60.000 US-Dollar eingesackt. Nice. Jetzt ist die Frage, wie hat er das gemacht? Hat er sich eine Strumpfsocke über den Kopf gezogen und dabei Leute angebrüllt? Nope. Hat er sie mit einer Pistole bedroht? Nope. Hat er sich einen Karton genommen, sich in dem versteckt und wenn keiner da war, dann die Beute gesnitcht? Ja. Ja, wusste ich's doch. Ob er jetzt ein Fan von der Metal Gear Reihe war, weiß man jetzt nicht, aber die Idee hat er bestimmt von Solid Snake abgeguckt. Einfach einen Pappkarton nehmen und sich drin reinlegen. So blöd und doch so effizient. Aber zum Glück hat ihn eine Überwachungskamera gefilmt und jetzt ist es aus mit dem Pappkartonkrieger. Was mit ihm passiert, steht noch aus, aber vielleicht kann er sich mit dem Pappkarton aus dem Gefängnis rausschleichen. Und das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Kanal kommen mehr Videos, beziehungsweise jeden Montag Frontside um 18 Uhr dann Trailers, Gameplay, alles was man haben will. Wäre wahnsinnig cool, wenn ihr diesen abonnieren würdet. Und wenn ihr mehr von dieser Fratze sehen wollt, ich habe auch einen Kanal, der heißt Bunze Bunze. Da kommen mein Video ab und zu, nicht regelmäßig, halt die Schnauze Handy. Und wenn ihr aber richtige News haben wollt und nicht so kuriose Scheiße wie ich hier jetzt da die ganze Zeit reinballer, es gibt eine Seite, die heißt www.xboxfront.de und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst zwecks der Xbox. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe auch, wir sehen uns nächste Woche wieder und eine wunderschöne Woche noch. Bis dahin. Tschüssi. Nice.